gehen also um Anforderungen, die bei der Pflege von Webinhalten zum Tragen kommen. Deswegen sprechen wir heute ganz besonders die Webredakteure unter Ihnen an. Ja, in den nächsten 40 Minuten möchte ich mit Ihnen folgende Themen besprechen. Erstens Alternativtexte für Grafiken, dann das Thema Strukturierung von Textinhalten, das Thema Links und Alternativen für Multimedia, im Speziellen Alternativen für Videos. Und danach wird es ja wieder eine Fragerunde geben, das haben wir ja schon angekündigt. Bevor ich ins Eingemachte starte, nochmal der Hinweis auf unsere Seite www.big-für-alle.de, in der Rubrik Barrierefreiheit umsetzen, liegen ganz viele verschiedene Leitfäden, unter anderem eben auch ein Leitfaden zum heutigen Thema Webinhalte barrierefrei pflegen, also ein Leitfaden speziell für Online-Redakteure. Und auf diesem Screenshot sieht man auch schon in der Menüführung tauchen dann wieder die Themen auf, die wir heute auch besprechen, also zum Beispiel Alternativtexte für Grafiken, Strukturierung von Textinhalten und so weiter. Also zum Nachlesen und ja, zur Vertiefung sei dieser Leitfaden nochmal empfohlen. So, dann starten wir mit den Alternativtexten für Grafiken. Warum brauchen Grafiken Alternativtexte? Für blinde Nutzer wird über diesen Alternativtext Bildinhalt oder eine Funktion, die mit der Grafik verbunden ist, zugänglich. Das heißt, für assistive Technologien, zum Beispiel Screenreader, ist eben der Alternativtext wichtig, um diesen dann dem blinden Nutzer auszugeben. Technisch ist es so, dass es im CMS, im Content Management System, im Editor, eigentlich in der Regel ein Eingabefeld gibt, das Alternativtext heißt und in den eben der Alternativtext eingegeben werden kann. Wenn es das nicht geben sollte, sprechen Sie nochmal Ihre Agentur an, damit das freigeschaltet wird. Ja, und ich zeige Ihnen mal, wie das bei uns im CMS aussieht. Wir nutzen ja Contao und ich habe Ihnen hier einen Screenshot von der Editor-Ansicht eingebunden. Und es ist bei Contao so, wenn wir eine Bilddatei hochladen, können wir eben in das Eingabefeld namens alternativer Text eben den passenden Alternativtext eingeben. Bei diesem Bild wäre es jetzt junge Frau in einem Konferenzraum, auf den Knien ein Laptop. Das Bild ist schon bekannt vom ersten Webinar. Und wenn man dann in der Webseite dieses Bild sieht, dann, oder besser gesagt, wenn der Screenreader-Nutzer dieses Bild erreicht, wird ihm der für uns Sehende unsichtbare Alttext junge Frau in einem Konferenzraum auf den Knien ein Laptop ausgegebenes. Er sagt dann Grafik, junge Frau in einem Konferenzraum auf den Knien ein Laptop. Also das ist sozusagen die Art und Weise, wie das technisch umgesetzt wird von Ihnen als Online-Redakteur. Wie sieht jetzt aber ein guter Alternativtext aus? Und da gibt es eben drei Sachen, die man allgemein sagen kann. Also kurz und aussagekräftig. Man schreibt nie in den Alternativtext das Bild zeigt rein, weil der Screenreader sagt ja schon, es handelt sich um eine Grafik, also das kann man sich sparen. Und im Alternativtext haben auch Copyright-Nachweise nichts zu suchen. Ansonsten hängt der Alternativtext inhaltlich davon ab, um was für eine Art von Grafik es sich handelt. Wir unterscheiden vier Arten von Grafiken: die verlinkte Grafik, die informative Grafik, die Schmuckgrafik
und die Schriftgrafik. Und wenn man sich als Online-Redakteur die Frage stellt, warum wurde das Bild eingebunden, was ist sein Zweck, dann lernt man auch relativ schnell, einen guten Alternativtext zu schreiben. Zum Beispiel eine verlinkte Grafik hat den Zweck, eine Funktion zu vermitteln. Eine informative Grafik hat den Zweck einer Bildinformation und so weiter. Ist es rein dekorativ? Aus diesen Fragen können wir dann eben ableiten, wie guter Alternativtext aussehen kann. Jetzt schauen wir uns das mal im Detail an. Verlinkte Grafiken. Da unterscheiden wir zwei Typen. Grafiken, die als Link dienen. Da gibt der Alternativtext das Linkziel wieder. Und Grafiken, die eine Aktion auslösen, da gibt der Alternativtext die Aktion wieder. Also bei einer verlinkten Grafik wird das Bild sozusagen zum Bedienelement. Und das ist für uns wichtig, wenn wir eben überlegen, wie kann guter Alternativtext aussehen. Ich mache mal ein Beispiel. Hier haben wir eine verlinkte Grafik, ein Teaserbild. Und dieses Teaserbild vermittelt eigentlich oft gar keine wichtige Information. Die wichtige Information für den Screenreader-Nutzer ist hier, wohin führt der Link? Das heißt, wir würden jetzt in dem Falle nicht schreiben, Portal des Ostholsteinischen Kreistags, sondern wir würden eben als Alternativtext das Linkziel angeben. Und in dem Falle ist das Kreistagsinformationssystem, denn dahin führt dieses Teaserbild. Die nächste Variante einer verlinkten Grafik ist beispielsweise ein Suche-Button, also eine Grafik, die eine Aktion, mit der man eine Aktion auslösen kann. Das ist, sag ich mal, etwas, was im Alltag eines Online-Redakteurs in der Regel nicht wirklich vorkommt. Ich will es aber der Vollständigkeit halber heute nennen. Wir haben ja auch vielleicht noch ein paar Entwickler an Bord. Und hier würde man jetzt sozusagen als Alternativtext nicht schreiben, Lupe für diese Grafik, diese kleine Lupe, die da zu sehen ist, sondern man würde sagen, Suche starten. Also der Alternativtext gibt hier sozusagen die Aktion wieder, die man mit dieser Grafik auslösen kann. So viel zum Thema verlinkte Grafik. Jetzt kommen wir zu den informativen Grafiken, also alle Bilder, Fotos, Illustrationen, die nicht verlinkt sind und eben reine Bildinformationen vermitteln. In dem Fall ist der Alternativtext beschreibend. Er vermittelt also den Inhalt des Bildes. Und es gibt bei informativen Grafiken noch einen Spezialfall. Das sind Grafiken mit komplexem Inhalt, zum Beispiel Diagramme, Schaubilder. Und auch hier möchte ich Beispiele zeigen. Hier haben wir wieder unser altbekanntes Bild von unserem Testimonial für die höreingeschränkten Nutzerinnen und Nutzer. Und zwar die Jana, eine junge Frau, sitzt mit dem Laptop auf den Knien im Konferenzraum. Und das ist jetzt ein nicht verlinktes Bild. Man sieht einfach nur Bildinformation. Das heißt, der Alternativtext wäre hier beschreibend. Und diesen Alternativtext können, glaube ich, jetzt schon fast alle auswendig. Junge Frau in einem Konferenzraum auf den Knien ein Laptop. Die andere Variante hatte ich erwähnt, informative Grafiken, die eben komplexeren Inhalt haben, wie zum Beispiel Diagramme oder Schaubilder. Da ist es eben
im Speziellen so, dass man sich als Online-Redakteur überlegen muss, ist der Inhalt, den dieses komplexe Diagramm vermittelt, ist der schon im Kontext, also im Text auf der Seite in dem Artikel, der sozusagen von dem Bild zum Beispiel begleitet wird, schon ausführlich dargestellt worden. Und das Diagramm hat nur noch den Zweck, diese Inhalte nochmal aufzubereiten, in anderer Form zu visualisieren. Ist das der Fall, dann reicht auch für diese informative Grafik ein kurzer Alternativtext, wie zum Beispiel Balkendiagramm zu Webseitenbesuchern für das erste Quartal 2014. Ist es jetzt so, dass im Kontext nicht beschrieben wird, was auf diesem Schaubild zu sehen ist, dann würde man auf einer zusätzlichen HTML-Seite oder über eine Lightbox diese Informationen vermitteln. Hier auf dem Beispiel oder in dem Beispiel ist es so gelöst, dass unten nochmal ein Link zur Verfügung gestellt wird. Wenn man da drauf geht, dann kommt man eben auf eine separate HTML-Seite, wo dieses Schaubild, dieses Diagramm im Einzelnen erläutert wird. In dem Falle ist es eben hilfreich, nochmal die Agentur zu befragen, was da die beste Lösung ist. Ja, dann kommen wir zu den Schmuckgrafiken. Das sind Grafiken ohne informative Funktionen. Und ich habe jetzt hier einen grünen Schnörkel beispielhaft eingebunden. Eine Schmuckgrafik könnte aber auch ein Hintergrundbild vom Meeresrauschen sein. Auch das kommt in der redaktionellen Arbeit relativ selten vor. Trotzdem zur Vollständigkeit, da würde man jetzt einen leeren Alttext lassen. Der entsteht, indem man einfach dieses Eingabefeld Alternativtext leer lässt. Und warum ist das so? Ja, dann wird diese Grafik einfach vom Screenreader übersprungen. Zuletzt komme ich noch mal zu den Schriftgrafiken. Schriftgrafiken, nein, danke, habe ich hier geschrieben. Und das ist tatsächlich so, dass wir eben empfehlen, auf Schriftgrafiken mit Ausnahme von Logos ganz zu verzichten. Und das hat eben den Hintergrund, dass nur echter HTML-Text gut angepasst werden kann, zum Beispiel in Sachen Schriftgröße und Farbe. Und das ist eben, ja, eine Barriere, die man sich da künstlich einbauen würde, wenn man eben Grafiken mit Schrift verwendet. Also verzichten Sie darauf mit Ausnahme von Logos. Ja, und jetzt will ich mal mit Ihnen zusammen ein Quiz durchführen und gucken, wie würden Sie sich entscheiden bei den folgenden Bildern, was für einen Alternativtext würden Sie hier hinterlegen? Und es ist jetzt so, dass ich die Fragestellung kurz erläutere, das Bild kurz darstelle und Frau Glas-Peters wird dann die Antwortmöglichkeiten wieder einblenden. Beim ersten Foto, das ist sozusagen aus einem Online-Lexikon gegriffen, also man stellt sich vor, es ist ein Eintrag über Angela Merkel und man sieht bei diesem Eintrag eben auch ein Bild von ihr, ein Foto, das Foto ist nicht verlinkt und unter dem Foto steht eben Angela Merkel, geboren 54 in Hamburg, ist eine deutsche Politikerin und seit 2005 amtierende Bundeskanzlerin und so weiter. Was für einen Alternativtext würden Sie hier jetzt hinterlegen? Würden Sie erstens Bild von Angela Merkel hinterlegen oder zweitens Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland? Oder drittens, würden Sie ein leeres Altattribut lassen oder würden Sie schreiben Angela Merkel? Jetzt bitte ich die Frau Glas-Peters, dass sie die Umfrage einblendet. Die ist auch eingeblendet. Vielen Dank.
geht ganz schnell. 70% haben sich auch schon entschieden. Ihnen zur Info, es sind jetzt knapp 190 Teilnehmer, die hier zuhören. Aber die Tendenz ist klar, in welche Antwortrichtung das geht. Ich warte noch ein paar Sekunden. Vielen Dank. Manche schreiben die Antwort hier bei mir im Chat, wenn möglich. Dann geht es in die Wertung ein. Klicken Sie doch bitte die richtige Antwort in der Kurzumfrage an. So, damit schließe ich die Umfrage und ich zeige Ihnen die Ergebnisse. Und zwar knapp die Hälfte, 48%, sagen, es ist Antwort 4, Angela Merkel. 32% haben sich für Antwort 2 entschieden, mit dem Zusatz Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. 17% für Antwort 1, Bild von Angela Merkel. Und 3% für das leere Altattribut. Ja, herzlichen Dank. Tatsächlich ist es so, dass die meisten korrekt geantwortet haben. Wir würden den Eintrag Angela Merkel empfehlen. Ich sage ganz kurz was zu den anderen Antworten. Bild von Angela Merkel, Bild von ist gar nicht nötig. Das habe ich vorher schon erwähnt. Der Screenreader gibt aus Grafik. Und deswegen wäre das sozusagen doppelt gemoppelt, wenn er dann sagen würde, Grafik, Bild von Angela Merkel. Dass Angela Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ist, muss da nicht stehen. Das wird ja auch aus dem Text, den sich der Screenreader-Nutzer vorlesen lassen kann, deutlich. Und ein leeres Altattribut würde man hier nicht nutzen. Das ist keine Schmuckgrafik, das ist ein informatives Bild und das eben ist auch interessant für Screenreader-Nutzer. Also die richtige Antwort wäre Angela Merkel. Dann kommen wir zur nächsten Frage, zum nächsten Quiz. Und da ist es jetzt so, dass das Bild von Angela Merkel verlinkt ist. Sie sehen hier die Cursorhand. Und es ist so, dass dieses Teaserbild auf den Lebenslauf von Dr. Angela Merkel hinweist. Also das heißt, wenn man das Bild anklickt, dann kommt man auf diesen Lebenslauf. Wie wäre jetzt der richtige Alternativtext? Erstens ein leeres Altattribut, zweitens Lebenslauf Dr. Angela Merkel, drittens mehr lesen oder viertens Angela Merkel. Und auch hier bitte ich jetzt wieder Frau Glas-Peters. Ja, die Umfrage ist auch hier eingespielt. Und über 70% haben sich schon entschieden. Vielen Dank. Okay, dann schließe ich auch diese Umfrage. Hier sind die Ergebnisse eindeutiger. 77%, ganz klar die Mehrheit, hat sich für Antwort 2 entschieden, Lebenslauf Dr. Angela Merkel. Dann Antwort 3 steht an zweiter Stelle, also mit 19% mehr lesen. 3% haben gesagt Angela Merkel und 2% leeres Altattribut. Da bin ich super zufrieden. Und genau, das ist auch die Antwort, die wir erwarten. Also der richtige Alttext wäre Lebenslauf Dr. Angela Merkel, weil das eben das Linkziel ist. Wohin reicht dieses Bild? Wohin kommt man, wenn man dieses Bild anklickt? Und das ist eben eine Information, die Screenreader-Nutzer brauchen, bevor sie eben diese Funktion auslösen. Und in dem Moment, wo dieser Alttext eben aussagekräftig ist, also aussagekräftiger zum Beispiel als mehr lesen, hat es eben, unterstützt es die Zugänglichkeit und vermittelt einfach mehr Informationen.
Damit schließe ich das Thema Alternativtext und komme zum Thema Strukturierung von Textinhalten. Und das haben wir gestern schon gehört, ausführlich. Blinde Menschen erfassen Struktur über den HTML-Code. Das heißt, der Screenreader vermittelt ihnen eben, indem er HTML-Text ausliest, die Struktur, die wir sehenden Menschen sozusagen visuell erfassen. Und wie wird es technisch umgesetzt? Also die gute Nachricht, Online-Redakteure müssen in der Regel kein HTML-Code eingeben, sondern im Editor, im Content-Management-System kann das eben über Schaltflächen ausgezeichnet werden. Wie gesagt, falls das nicht der Fall ist, sprechen Sie nochmal Ihre Agentur an. Ich zeige nochmal ganz kurz, wie das bei uns in Contao aussieht, am Beispiel einer Überschrift. Da wäre es eben so, man markiert die Überschrift und würde dann eben die Formatvorlage Überschrift, Überschrift 3, weil das jetzt eben in der Überschriftenhierarchie die dritte Ebene ist, auswählen. Und damit hat man sozusagen visuell die richtige, das richtige Layout, aber eben auch automatisch den passenden HTML-Tag hinterlegt. Und damit ist die Überschrift sozusagen auch für Menschen, die Screenreader-Nutzer sind, zugänglich. Deswegen ganz kurz nochmal was mir ganz wichtig ist und was ich Sie bitte zu Herzen zu nehmen, nicht selber stylen, sondern eben immer bei allem, was jetzt auch kommt an Themen, an Textinhaltsthemen, nutzen Sie die Formatvorlagen. In dem Moment haben wir gestern schon erklärt, wo Sie was nur fetten oder größer stellen von der Schriftgröße, wird das eben für einen Screenreader-Nutzer nicht wahrnehmbar. Welche Textinhalte muss ich unterscheiden? Da habe ich jetzt die wichtigsten mal aufgeführt. Und zwar wird es jetzt gleich um Überschriften, Absätze, Listen, fremdsprachigen Text und Tabellen gehen. Es ist, wie gesagt, so, Sie müssen als Online-Redakteur keinen Code eingeben. In manchen Fällen ist das aber so, zum Beispiel bei uns, wir müssen fremdsprachigen Text im HTML-Code auszeichnen. Deswegen sage ich jetzt kurz einfach immer dazu, was das im Code bedeuten würde. Bei Überschriften, da haben wir gestern ja schon ganz ausführlich drüber gesprochen, ist es so, Sie zeichnen Haupt- und Zwischenüberschriften aus HTML 1. HTML gibt da die Code-Möglichkeit 1 bis 6 vor. Und wie gesagt, wenn man das über CMS macht, wird dann automatisch der passende Tag hinzugefügt. Ich habe in dem Bild unten nochmal das Beispiel von gestern aufgegriffen. Die Hauptüberschrift wäre jetzt die H1, das wäre die Überschrift Tiere und es beginnt dann eben mit H1 in einer eckigen Klammer und endet mit slash H1 in einer eckigen Klammer und der Screenreader würde dann ausgeben, Überschrift, erster Ebene, Tiere. Oder Überschrift, Ebene 1, Tiere. Und wie gesagt, das wurde ja gestern auch nochmal ausführlich dargestellt, achten Sie darauf, dass Sie die Überschriftenhierarchie einhalten, dass die eben logisch ist. Und so können sich eben Screenreader-Nutzer, die zum Teil auch Überschriften sich ausgeben lassen, wie eine Art Inhaltsverzeichnis, auch mit diesen Überschriften was anfangen. Absätze werden mit dem P-Element gegliedert. P steht für Paragraph und es ist eigentlich ganz einfach. Man macht oder es kommt vor den Absatztext ein P in der eckigen Klammer und wo der Absatz endet, kommt eben ein slash P in der eckigen Klammer. Es ist eben wichtig, dass man keine leeren Absätze macht, um Abstand zu erzeugen. Das wäre eben auch so, dass diese Absätze dann dem Screenreader-Nutzer auch ausgegeben werden. Und das ist einfach störend. Also bauen Sie keine leeren Absätze ein. Das Thema Listen.
Mit Listen sind Aufzählungen gemeint und auch da ist es eben wichtig, die Listen mit der entsprechenden Schaltfläche auszuzeichnen. In HTML wird unterschieden zwischen ungeordneten Listen und geordneten Listen. Ungeordnete Listen haben visuell eben meist ein Aufzählungszeichen und die werden mit dem HTML-Tag UL für Unordered List ausgezeichnet. Und geordnete Listen haben in der Regel eine Nummerierung und werden mit dem HTML-Tag OL ausgezeichnet als Ordered List. Und diese HTML-Tags, die umschließen dann sozusagen so eine Aufzählung und jeder Listenpunkt wird dann mit LI ausgezeichnet. Das bedeutet List Item oder steht für List Item. In HTML würde jetzt eine Aufzählung mit, sage ich mal, Aufzählungszeichen mit drei Listenpunkten, wie in dem dargestellten Beispiel, eben so aussehen, dass diese Listenpunkte von dem HTML-Tag UL umschlossen werden und der einzelne Listenpunkt eben ausgezeichnet ist. Und ein Screenreader-Nutzer würde jetzt in dem Fall ausgegeben kriegen, Liste mit drei Einträgen. Und dann weiß er, es kommt eine Liste und die hat eben drei Listenpunkte und kann dann gegebenenfalls die Liste überspringen. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, sich schnell und gut zu orientieren. Wie gesagt, das macht man in der Regel über Schaltflächen, deswegen ist das eigentlich recht einfach. Fremdsprachiger Text, also anderssprachige Wörter oder Absätze müssen ausgezeichnet werden. Das hat den Sinn, dass nur so sichergestellt ist, dass der Textabschnitt auch mit der richtigen Aussprache vorgelesen wird. Und das macht man, indem man das Lang-Attribut mit dem passenden Sprachkürzel einbindet. Also Deutsch wäre zum Beispiel DE oder Englisch wäre EN. Und dafür gibt es ein sogenanntes Sprachkürzelregister, wo eben alle Sprachen als Sprachkürzel zur Verfügung stehen. Und hier in dem Beispiel handelt es sich jetzt zum Beispiel um englischen Text und da würde dann eben das Sprachkürzel EN zum Einsatz kommen und im HTML würde das dann eben heißen span lang EN und dann slash span. So, als letzten Textinhalt will ich mir nochmal das Thema Tabellen angucken. Und auch Tabellen erschließt sich eben ein Screenreader-Nutzer nicht visuell, sondern er ist sozusagen mit der Tastatur in der Tabelle unterwegs und erschließt sich die sozusagen strukturell. Und deswegen ist es wichtig, Tabellen einfach zu gestalten. In den Tabellenzellen auch ausschließlich Daten zur Verfügung zu stellen und keinen Erklärtext. Und keine leeren Zellen einzufügen, um irgendwie optisch irgendeine Abgrenzung zu schaffen. Und eben Tabellen mit dem passenden HTML oder den passenden HTML-Text auszuzeichnen. Das ist bei den Zeilen- und Spaltenüberschrift das TH-Element für Table Header und bei den Zellen das TD-Element für Table Data. Und so kann sich sozusagen ein Screenreader-Nutzer, wenn er auf einer Datenzelle ist, eben die passende Zeilen- und Spaltenüberschrift ausgeben lassen und sich so gut in der Tabelle orientieren. Ich komme zu den Links auf andere Formate. Auch ein Thema, was eben in der Arbeit eines Online-Redakteurs häufig vorkommt, täglich vorkommt. Und da ist es eben wichtig, wenn wir Links auf andere Formate einfügen, dass
die Info zum Format direkt im Linktext zur Verfügung steht. Das ist wichtig, damit der blinde Nutzer informiert ist, in welchem Format die verlinkte Datei zur Verfügung steht, und zwar schon bevor er den Link aktiviert. Das ist eben dann wichtig, damit der Screenreader-Nutzer weiß, ich brauche da ein bestimmtes Programm, ein bestimmtes Plugin, oder ich will vielleicht auch ein PDF jetzt gar nicht lesen. Und deswegen muss eben bereits im Linktext das Format angegeben werden. Hier in unserem Beispiel haben wir zum Beispiel mal gesagt, wir haben eine Broschüre verlinkt, die ist im PDF-Format, und dann würde eben ein korrekter Link heißen Broschüre XY in Klammern PDF oder Flyer Y in Klammern PDF. Das kann man natürlich auch für andere Formate machen, wie zum Beispiel Word-Dateien und so weiter. So viel ganz kurz zu Links. Und jetzt kommen wir zu den Alternativen für Videos. Ich habe vorher gesagt Multimedia, aber Videos sind eben die Gruppe in Multimedia, die am häufigsten vorkommt, oder das Medium wird häufig genutzt. Wir sagen in unserem Leitfaden auch was zu rein Audios, also wer da noch nachlesen möchte, aber ich möchte mich jetzt eben auf das Thema Video beschränken. So, warum brauchen wir Alternativen für Videos? Also da kann man mal Selbsttest machen, wenn man ein Video anguckt, und kann mal ein Video zum Beispiel ohne Ton angucken. Man kann sich mal den Ton ausstellen oder man kann die Augen schließen und versuchen, ein Video nur über die Tonspur wahrzunehmen. Und dann kann man sich eben in Menschen mit Sinneseinschränkungen hineinversetzen und merkt dann auch, Audioinformationen sind eben für Menschen mit Hörbehinderung nicht zugänglich. Rein visuell vermittelte Inhalte sind für blinde Nutzer nicht wahrnehmbar. Und dann wird möglicherweise eben auch so ein Video gar nicht mehr nutzbar. Dann ist so ein Video eben unnutzbar. Und dementsprechend brauchen wir Alternativen, nämlich die hörbehindertengerechte Untertitelung für Menschen mit Höreinschränkungen und gegebenenfalls eine Audiodeskription für blinde Menschen. Die Audiodeskription, das ist so, dass da das, was im Bild zu sehen ist, also alle wichtigen Informationen, die über das Bild vermittelt werden und die nicht über die Tonspur vermittelt werden, werden dann eben eingesprochen, in der Regel in die Textlücken. Man kennt es vielleicht, wenn man schon mal einen Hörfilm auf einer Mediathek der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich angesehen hat. Und die Audiodeskription wird in der Regel auch über einen zweiten Player als Hörfilm zur Verfügung gestellt. Das habe ich gerade schon angerissen. Es gibt eben bei uns in der Rubrik Barrierefreiheit umsetzen einen Leitfaden speziell zum Thema barrierefreie Online-Videos, in dem wir eben auf ganz verschiedene Aspekte eingehen, eben auf die Aspekte Untertitelung, Untertitelung mit YouTube und Audiodeskription, aber auch eben auf die Einbindung in die Internetseite, also welchen Player nutze ich und was für Anforderungen an die Barrierefreiheit sind an das Player-Element, an das Media-Element zu stellen. Da haben wir eben ganz viele Informationen gesammelt und da zur Verfügung gestellt, denn die Untertitelung kann ja auch nur zum Einsatz kommen, wenn eben auch der Player das ermöglicht. Da schränke ich mich jetzt ein, es sei denn, die Untertitel sind offen sichtbar. Ja, ich möchte Ihnen hier einfach so für die Umsetzung mal ein Praxisbeispiel zeigen. Und zwar ist das ein Video, das wir im Projekt Big für alle gemacht haben. Es zeigt meine Kollegin, die das Video erklärt, das Projekt erklärt, Entschuldigung.
Und es ist damit ein sogenanntes Talking Head Video. Das heißt, die Informationen, die visuell vermittelt werden, sind nicht besonders wichtig. Deswegen benötigt dieses Video tatsächlich auch nur eine Untertitelung. Und diese nächste Frage, die dann jetzt ins Spiel kommt, wie kann ich die Untertitelung zur Verfügung stellen? Und in diesen beiden Fällen, die Sie hier sehen, das sind jetzt Screenshots, einmal ein Video oder das Media-Element von unserer Big für alle Seite und einmal ist es das Media-Element meines YouTube-Kanals. Und in beiden Fällen handelt es sich bei dem Media-Element um einen barrierefreien HTML5-Player. Bei YouTube wissen wir es nicht immer ganz genau, weil die spielen auch manchmal an ihren an den Anforderungen herum. Aber auf jeden Fall kann mit beiden Playern kann eine Untertitelung zur Verfügung gestellt werden. Das sieht man daran, dass eben in beiden Bedienleisten ein Untertitel-Button zur Verfügung steht. Bei uns ist das ein eigenes, mit dem Kürzel UT gefüllt ist. Bei YouTube ist es so ein stilisierter Bildschirm mit so einer stilisierten Schrift unten drin. Ja, und wie würde so eine Untertitelung jetzt bei so einem Player, wo eben die Untertitelung sozusagen ein- und ausgeblendet werden kann, hinterlegt werden? Und da ist es so, dass man als Online-Redakteur eben eine Untertiteldatei einbindet in das Content-Management-System. Und diese Untertiteldatei ist in der Regel der Web-VTT hat sich zum Standard entwickelt. Und diese Untertiteldatei gibt folgende Informationen wieder. Also man sieht jetzt in diesem Screenshot mal so eine Untertiteldatei, wie die aussieht. Und da sieht man, dass da oben steht Web-VTT, also das Format. Kind Captions, das ist eben eine hörbehindertengerechte Untertitelung. Language.de, das ist eben in deutscher Sprache. Und dann kommen die einzelnen Zeilen, die eben analog zum Video dann eingeblendet werden. Und die bestehen immer aus dem praktisch Text, der eingeblendet wird, und aus einem Zeitfenster, in der Text eingeblendet wird. So, und wie kommt man jetzt zu so einer Untertiteldatei? Und da ist es so, man kann einen Untertiteldienstleister beauftragen. Da haben wir auf unserer Internetseite auch einige Adressen hinterlegt. Oder man kann eben diese Untertiteldatei auch selber erstellen. Und da habe ich auch in unserem Leitfaden einige kostenfreie Untertitel-Editoren erprobt und vorgestellt. Und einen davon möchte ich jetzt rausgreifen, denn der hat zwei wichtige Vorteile. Und zwar ist es der Untertitel-Editor von YouTube. YouTube, ich habe es gestern schon gesagt, hat eine automatische Spracherkennung. Das heißt, wenn man ein Video hochlädt, werden auch automatisch Untertitel hinzugefügt. Und das ist natürlich auch ein Gewinn für alle Online-Redakteure, denn in dem Moment, wo das gesprochene Wort des Videos deutlich ist, gut zu verstehen ist, erkennt die Spracherkennung diese Information und hinterlegt sie schon als Vorlage in diesem Videomanager. Das Zweite, was toll ist, was YouTube macht, wenn man jetzt ein Transkript bereits hat von einem Video, dann kann man dieses Transkript hochladen und YouTube würde automatisch das Timing erstellen, also die Synchronisation von Stimme und Text. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein Screenshot mal eingebunden vom Videomanager und von diesem Untertitel-Editor und man sieht hier das Video unseres Projekts mit eben der Sprecherin, meiner Kollegin und man sieht
in der linken Seite, dass eben die automatische Spracherkennung schon das gesprochene Wort meiner Kollegin erkannt hat und eben schon Vorschläge gemacht hat, die wir dann als Online-Redakteure nachbearbeiten können. Das heißt, man kann in diese Eingabefelder reinspringen, kann das eben korrigieren, kann die Rechtschreibung korrigieren, kann auch natürlich Absätze machen und kann damit eben so eine Untertitelung nachbearbeiten. Die Änderungen müssen dann gespeichert werden und dann sind diese Untertitel stehen dann zur Verfügung, natürlich in YouTube, wenn man das nutzen möchte. Aber man kann eben auch die Untertiteldatei exportieren. Das heißt, die steht zum Download in verschiedenen Untertitelformaten zur Verfügung. Das heißt, ich nutze tatsächlich YouTube als Untertitel-Editor auch für Videos, die ich eben in einem anderen Player zur Verfügung stelle. Genau. Wie gesagt, wenn man mal so ein langes Video untertitelt hat von einer Stunde, das ist schon viel Arbeit. Man braucht da relativ viel Zeit. Dementsprechend ist es natürlich toll, wenn man ein Transkript hat oder gut spricht, sodass man eben die automatisch erkannte Sprache auch nutzen kann. Es ist so, Untertitel zu erstellen, das ist nicht banal. Es gibt eine Untertitelrichtlinie, die erlassen wurde und die eben was dazu sagt, wie lang darf so ein Untertitel sein, wie lange muss der auf dem Bild zu sehen sein, dass er auch gut lesbar ist. Die sagt auch was zur, sage ich mal, Qualität von Untertiteln, wie müssen die geschrieben werden. Und deswegen, das steht auch in unserem Online-Leitfaden, also schauen Sie da rein. Das ist tatsächlich was, da könnte man jetzt ein ganzes Webinar damit füllen und wäre wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Aber so viel jetzt mal zu dem Thema YouTube. Ja, und zum Schluss komme ich noch mal zu meinem letzten Plädoyer, auch wenn das jetzt vielleicht mit BTV und WCAG nicht konkret was zu tun hat. Aber ich denke, es ist für uns alle wichtig, dass wir uns an die Nase fassen und sagen, wir wollen klar und deutlich Informationen einpflegen, Texte einpflegen. Das heißt nämlich auch, achten Sie auf verständliche Sprache, auf einen einfachen Satzbau. Vermeiden Sie Abkürzungen und Fach- und Fremdwörter. Gestalten Sie aussagekräftige Links. Also es ist viel besser für die Usability, wenn Sie tatsächlich einen im Fließtext einen Begriff mit einem Link hinterlegen, als dass Sie zum Beispiel einen offenen Link zur Verfügung stellen. Machen Sie keine Links, die einfach nur mehr heißen. Das ist nicht aussagekräftig genug. Und nutzen Sie eben auch die Möglichkeiten, die Lesbarkeit eines Textes zum Beispiel durch Aufzählungen, Zwischenüberschriften zu verbessern. Also Stichwort bewusste Textgestaltung. Ja, das war's von meiner Seite. Zum Schluss nochmal unser Plädoyer. Setzen Sie Barrierefreiheit um. Wir unterstützen Sie gerne. Schauen Sie auf www.big-für-alle.de. Nutzen Sie unsere Materialien oder sprechen Sie uns an, da liegen auch unsere Kontaktdaten. Und ja, dann würde ich sagen, danke ich Ihnen für heute und gebe nochmal das Wort an meine Kollegin für die Fragerunde.